Moin, meine herzallerliebsten Justizbehörden und Amtsgerichte, die gerne mal Freisprüche sprechen, und zwar ganz genau zu solchen Themen hier. Richtig, ich meine nämlich genau die Behörden, die aus aktuellem Anlass einen Rentner freigesprochen haben, der einen im Einsatz befindlichen Rettungswagen zugeparkt hat. Ja, und das mutwillig, nur weil er da Bock drauf hatte. So, aber diese Ansage richtet sich nicht nur an euch, an die Amtsgerichte und die Justizbehörden, die irgendwelche Urteile sprechen, die sowieso keine Sau nachvollziehen kann, sondern diese Ansage richtet sich auch an die Lappen, die der Meinung sind, Polizeifahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge, Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks, ja, die muss man auch einfach mal erwähnen, die gibt es ja auch noch, einfach aus Bock zuparken, gerade wenn sie sich im Einsatz befinden. Wisst ihr was? Euch möchte ich ganz freundlich nur mal fragen, hat ihr einer eine Marmel oder was? Euch geht's ja wohl noch gut, abgesehen von diesen ganzen schwachsinnigen Urteilen, wo wirklich keine Sau nachvollziehen kann, warum. Echt? Aber irgendjemand, der hier mal Steuern hinterzieht, der kommt jahrelang hinter Gitter. Aber wenn es da vielleicht um Menschenleben geht, oh, scheißegal. Nö, hat er nicht so gemeint. Gibt ja auch nur die Rentner, die dann den ganzen Tag, weil sie nichts zu tun haben, am Fenster sitzen und Falschparker aufschreiben. Nur aus Bock. Und die Leute, die sowas machen, ihr seid echt nicht ganz dicht, ihr habt wirklich einen an der Marmel. Da kriegst du auch einen Blutdruck, da. Mein Gott nochmal, stellt euch mal vor, das geht um euch. Der Rettungswagen steht bei euch vor der Tür. Euch geht's richtig dreckig beschissen. Oder euren Angehörigen. Die liegen vielleicht im Sterben. Und die Einsatzfahrzeuge kommen da nicht weg, weil irgend so ein Lappen der Meinung ist, sie zuzuparken. Sag mal, was fällt euch eigentlich ein? Echt, euch ist nicht mehr zu helfen. Die haben wirklich nichts in der Birne, außer ganz viel Luft. Ehrlich, der Schädel ist nur auf dem Rumpf, damit es sich einregnet. Freunde der Sonne, lasst diesen Scheiß sein. Hört auf, irgendwelche Einsatzfahrzeuge zuzuparken, du hast Bock. Sucht euch irgendwelche anderen Hobbys. Bingo! Oder irgendwas! Oder Rollatorrennen im Altenheim! Da müsst ihr euren Führerschein abgeben und die Autos verkaufen! Kann ja wohl alles nicht wahr sein, du! Mann, Mann, das hält doch keine Saukopf mehr aus, da! Da krieg ich so einen Blutdruck, doch!